Kennen Sie das? Die Angst vor dem Erblinden? Für mich eine absolute Horrorvorstellung. So ergeht es einer jungen Frau in diesem Buch. Sie verliert von einem Tag auf den anderen ihr Augenlicht und muss sich dann in der Welt neu zurechtfinden. Darüber diskutieren wir gleich heute mit unserem Gast, dem CVP-Nationalrat Gerhard Pfister. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, sehen, lernen, das ist ein Grund, weshalb wir lesen, damit wir unsere Blickrichtung ändern können oder bisher Unbekanntes entdecken. Und das sind die Bücher von heute. Die Ermordung des Commendatore, eine Gespenstergeschichte des japanischen Bestsellerautors Haruki Murakami. Die schöne Fanny von Pedro Lenz, ein Porträt der Künstlerbohème in Olten. Die Obstdiebin von Peter Handke, eine poetische Reise durch die französische Provinz. Rot vor Augen von Lina Meruane, die Geschichte einer jungen Frau, die mitten auf einer Party erblindet. Und Der letzte Schnee von Arno Kamenisch, ein Buch über das Verschwinden in den Bergen. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir die Kritikerrunde des heutigen Abends, Elke Heidenreich, Hildegard Keller und unseren Gast Gerhard Pfister. Herzlich willkommen im Literaturclub. Gerhard Pfister. Sie sind bekannt als CVP-Nationalrat aus dem Kanton Zug und als Parteipräsident der CVP. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, Sie sind ein leidenschaftlicher Leser. Sie haben Philosophie und Germanistik studiert. Sie haben lange Literatur unterrichtet. Ja. Und wenn man auf Ihre Homepage geht, dann gibt es eine Extra-Seite mit Lektüre-Empfehlungen, mit belletristischen Neuerscheinungen, mit Sachbüchern, mit Klassikern. Peter Stamm, Rolf Lappert, Thomas Pynchon bis zu Nick Cave. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich denn Ihren Lesestoff aus? Nach überhaupt keinen, außer den Kriterien, die mein Buchhändler mir vorschlägt. Das wäre die richtige Antwort gewesen, nach dem Literaturclub. Nach dem Literaturclub? Ja, also wirklich. Ab und zu vielleicht schon, aber mein Buchhändler schaut im Literaturclub, das genügt. Und ich komme da so monatlich bei ihm vorbei und dann legt er mir so 20, 30 Bücher auf den Tisch und findet, das würde mich interessieren. Und er liegt, weil wir uns schon lange kennen, er liegt meistens richtig. Und dann sagen Sie, das nehme ich. Und dann, meine Frau hat Gott sei Dank das gleiche Laster, sodass sie sich dann nicht beklagen kann, wenn ich mit zu vielen Büchern heimkomme. Aber es wird langsam ein Platzproblem, das ist schon so. Wir sprechen heute auch über das aktuelle Buch von Peter Handke, über den Sie promoviert haben. Ja. Sie haben einmal sein Buch Langsame Heimkehr als eines Ihrer Lieblingsbücher bezeichnet. Ja. Gibt es denn noch andere sogenannte Hausheilige, die Ihr Leben geprägt haben? Ich habe ein paar so literarische Hausgötter. Neben Peter Handke, Botho Strauß. Auch ganz, ganz was anderes, aber auch unverwechselbar. Hat mich immer tief beeindruckt. Henry James, weil das ist auch ein Autor, der eine ganz eigene Sprache, ganz eigenen Stil hat und der unglaublich bereichernde Leseerlebnisse bietet. Pynchon, die Amerikaner mag ich gerne, kommen dann später nochmals dazu. Die Amerikaner, die es einfach verstehen, gut zu erzählen. Bei manchen hat man dann aber schon das Gefühl, es sei wie bei kalifornischen Weinen. Sie sind an sich perfekt, aber man merkt auch etwas, wie es gemacht ist. Also es ist manchmal so Schreibsinn-Nachstil. Das mag ich dann nicht besonders, aber Ich lese eigentlich querbeet alles. Ich habe auch keinen Unterschied zwischen hoher Literatur und sogenannter Trivialliteratur. Ich lese, was mir unter die Augen kommt. Also Wein ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich zitiere mal von Ihrer Homepage. Für schlechte Bücher gilt wie beim Wein, das Leben ist zu kurz, um sich mit schlechter Qualität zu beschäftigen. Wie viele Seiten lesen Sie denn, um herauszufinden, ob Sie es mit einem guten oder mit einem schlechten Jahrgang zu tun haben? Das ist ganz komisch. Ich lese jedes Buch zu Ende. Ich lege, auch wenn ich es schlecht finde, ich habe dann immer so eine respektvolle Haltung vor dem Autor, der Autorin. Danke, hast dir ja auch mal Mühe gegeben. Und ich lese es zu Ende. Ich schummle dann manchmal. Also wenn es wirklich schlecht ist, dann lese Gehen Sie ich schnell als verletzten diagonal Seite. Oder so. Aber ein Buch nicht zu Ende zu lesen, das schaffe ich aus Respekt vor den Autoren, schaffe ich das nicht.
Also das höre ich gern. Das heißt, Sie haben heute alle Bücher zu Ende gelesen. Und natürlich, natürlich. Gespannt, welche natürlich. Der Bücher auf Ihrer Homepage landen werden. Ja. Steigen wir doch mal ein. Beginnen wir mit etwas Leichtem, einer unglücklichen Liebesgeschichte. Die schöne Fanny von Pedro Lenz. Sie wundern sich jetzt vielleicht, verehrte Zuschauer, warum die schöne Fanny von Pedro Lenz, so neu ist das Buch doch gar nicht. Diese schöne Fanny eben schon, das ist nämlich die Übersetzung ins Hochdeutsche von Raphael Urweider, die nun endlich auch Elke Heidenreich lesen kann. Ja, so konnte ich den entdecken, den Pedro Lenz. Ihr kennt den alle wahrscheinlich hier in der Schweiz. Ich kannte ihn nicht, ich habe mich dann schlau gemacht. Er ist Jahrgang 65, seine Mutter ist Spanierin, sein Vater ist aus St. Gallen. Und er beschreibt in diesem Buch etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt, Bohem in Olten. Das hört sich ja schon doll an. Und ich hatte einfach Lust, nach all den dicken Schinken sowas zu lesen, die schöne Fanny, das hat mir irgendwie gefallen. Dann habe ich angefangen und bin in diese Geschichte eingetaucht, die weniger eine Liebesgeschichte ist, als was der Roman daherkommt. Denn in die schöne Fanny ist unser Erzähler sehr verliebt. Es ist eher eine Geschichte über Freundschaft. Der Ich-Erzähler heißt eigentlich Frank, wird aber von allen Jackpot genannt, weil er immer wettet auf Hunde, Pferde, Fußball und gewinnt aber nie den Jackpot, auch im Leben irgendwie nicht. Er ist Schriftsteller, er will einen Roman fertig schreiben und kommt damit nicht zurecht. Also das sind alles so Salbaderer in diesem Buch. Das ist eine Gruppe von Freunden, noch zwei Maler. Einer heißt Louis, einer heißt Grunder, genannt Grunz. Und noch einer, der heißt Koni, der hat sich seit den 68er Jahren die Haare nicht mehr geschnitten. Also wir können uns vorstellen, ein Haufen Freaks und Bohem und die arbeiten, die machen, die malen, aber letztlich trödeln sie auch schön viel in Kneipen rum und gucken schönen Frauen nach. Und eines Tages besucht unser Jackpot, der weitaus der Jüngste in dieser ganzen Clique ist, seinen Freund Louis, den Maler, und begegnet an der Tür einer wunderschönen Frau, eben der schönen Fanny. Und er schlägt ein wie ein Blitz und er verliebt sich in sie. Und der Louis erzählt ihm aber nichts über die Fanny. Er malt sie zwar, sie ist sein Modell, aber er erzählt nicht viel. Und jetzt steigt unser Jackpot dieser schönen Fanny ein bisschen nach. Wo wohnt die? Was macht die? Wo kommt die her? Und er schafft es, sie kennenzulernen. Ich kürze jetzt mal ab. Er besucht den kranken Grunz mit ihr im Krankenhaus. Er merkt, aha, den kennt sie auch. Der hat sie wohl auch gemalt. Erste Eifersucht wächst in ihm. Dann verbringt er einen ganz schönen Tag und sogar eine Liebesnacht mit ihr. Aber sie entzieht sich, sie ist immer wieder weg. Und dann hört er voller Zorn, die schöne Fanny ist mit Grunz nach Belgien gefahren. Wieso fährt der mit der nach Belgien? Er dachte jetzt, sie ist doch in ihn verliebt. Also die Liebesgeschichte spielt immer eine Rolle. Aber im Grunde ist das Schöne und das Warmherzige und das Überzeugende an diesem Buch die Freundschaft zwischen diesen Männern, die sehr verschieden und doch sehr ähnlich sind. Die alle, sie sind keine Loser, aber auch keine großen Durchstarter. Sie sitzen gerne nachts mit schönen Frauen und viel Wein in Kneipen. Aber sie machen auch ihren Job. Sie malen Bilder. Und am Ende des Buches, durch diese Liebesgeschichte erweckt, schreibt auch Jackpot endlich seinen Roman fertig. Es geht nicht gut aus mit der schönen Fanny. Ich will davon aber nicht zu viel verraten. Aber die Freunde nehmen ihn fast väterlich an die Hand und sagen, eine Frau wie Fanny kann man nicht einsperren. Nun lass sie mal in Ruhe. Und da gibt es auch eine Vorgeschichte. Und die erzählen wir dir jetzt mal. Die sollen sie aber selber lesen. Und mich hat dieses Buch so erfreut und erwärmt, weil es witzige Dialoge hat mit vielen Schweizer Einsprengseln, aber auf Schweizerdeutsch, Berndeutsch hätte ich es gar nicht lesen können. Es wirkt trotzdem sehr schweizerisch. Es ist sehr, sehr liebevoll, sehr warmherzig und es ist eine richtige Freude, von der ersten bis zur letzten Seite dieses Buch zu lesen. Ich würde jetzt sagen, das ist wahrscheinlich nicht Weltliteratur oder was, aber das spielt gar keine Rolle. Es ist eine gute Geschichte, gut erzählt und das macht für mich gute Literatur aus. Ich bin ganz glücklich mit diesem Buch. Wie ist es euch ergangen? Eine gute Geschichte, gut erzählt. Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es ja ganz besonders spannend, auch diesen unterschiedlichen Sound jetzt zu vergleichen. Und wenn man jetzt mal fragen würde, ja, wie ist denn jetzt der Sound, der Funny Sound auf Hochdeutsch, dann würde ich sagen, super, gut gelungen. Aber Raphael Urweider hat das ja auch schon unter Beweis gestellt. Damals dachte ich, mit dem Goli, der hat den schon der übertragen. Goli bin ich. Das genau, und da hatte ich damals geglaubt, das ist ja nicht möglich, dass man diesen Lenz-Sound übertragen kann, dass der das überlebt in Hochdeutsch. Aber das tat er dort schon und das tut er auch hier. Und wir haben das sogar in Amerika getestet. Ich hatte Pedro Lenz nach Amerika eingeladen. Und Och. Auf Amerikanisch ist das der Goli ja nicht ins Englische, normal Englische übersetzt worden, sondern ins Schottische. Müsst ihr euch mal vorstellen, den Goli im Kilt. Was heißt eigentlich Goli? Ich bin der Goalie. Der Torhüter. Der Torwart auf gut Deutsch. Ah.
Und das hat wirklich funktioniert. Und ich würde auch sagen, auch hier, Urweider straff zum Teil. Aber ich möchte jetzt trotzdem mal die Frage stellen, braucht die Fanny nicht doch ein Dialektkleid, um wirklich schön zu sein? Ich hab das Buch begonnen, in der Dialektfassung zu lesen. Und ich bin mir das auch nicht mehr gewöhnt, Dialekt zu lesen. Es ging dann unheimlich langsam, da habe ich gedacht, ja, also so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, habe ich die hochdeutsche Version genommen und dann aber wieder den Dialekt nachgelesen, weil die hochdeutsche Version, dass man so mal den Plot und die Handlung und so weiter alles mitkriegt und dass man das mal schnell durch hat. Aber dann hatte ich den Eindruck, dass die Qualität des Buches eigentlich darin besteht, dass es auch auf Hochdeutsch, und jetzt sage ich einen Dialektausdruck, verhebt. Darin hat sich aus meiner Sicht die Qualität dieses Buches gezeigt, weil bei der Dialektliteratur finde ich immer so eine Versuchung, dass das heimelt die Schweizerinnen und Schweizer dann so an. Und dann ist man dann manchmal etwas gnädiger, um zu schauen, ja, es tönt wenigstens gut, aber es ist nicht tolle Literatur. Und ich finde, dass das Stück ist auch Hochdeutsch, ist es wirklich ganz, ganz tolle Literatur. Es ist unglaublich liebenswert, wie er diese Provinzkünstler ironisch schildert, aber sie ernst nimmt. Es ist nicht, die machen gute Kunst, sie haben alle schöne Ausreden, warum sie dann im Moment jetzt gerade einen Kreativitätsstau haben und so weiter, aber es ist ungeheuer liebevoll erzählt und das finde ich das sehr, und, sehr gut. Und die schöne Fanny nochmal, das ist ja das Witzige, dass die schöne Fanny, die dem Buch den Titel gibt, die taucht ja kaum auf. Also die hat gar nicht so viel Geschichte. Ja. Von der wissen wir am wenigsten, die bleibt konturenlos. Aber werden wir diese Männer ganz und gar begreifen in ihrem Leben? Sie ist in Zuger, ich bin aus Wiel. Ja. Das war zwar die Heimatstadt von Pedro Lenz' Vater, aber Pedro Lenz hat nichts davon. Also ich spreche Ostschweizer Dialekt. Das ist fast so weit weg vom oberaargauischen Berndeutsch von Pedro Lenz wie Elkes Deutsch. Ich weiß gar nicht, Elke, sprichst du eigentlich auch Dialekt? Ich bin ja berühmt geworden als Else Stratmann. Das ist aber kein Dialekt, das ist eher so ein Slang. Dialekt ist ein wenig unanständig in Deutschland. Ja, das ist anders bei uns, Gott sei Dank. Darf ich Sie mal ganz kurz unterbrechen, damit, weil wir jetzt so viel über die Übersetzung gesprochen haben. Ich möchte ganz gerne, bevor Sie zur Sprache noch mal zurückkommen, ganz dringend, darum bitten, dass Hans-Peter Müller-Drossert uns einfach mal eine kleine Kostprobe von dieser Übersetzung gibt. Er liest mal den Anfang zuerst auf Schweizerdeutsch und dann in der hochdeutschen Fassung. Also der im Langenthaler Bernische von Pedro Lenz. Warum, dass ich genau an diesem Tag, genau zu dieser Zeit, genau beim Louis, bei Golüten, würde ich manchmal selber gerne wissen. Auf jeden Fall habe ich es gemacht, aber nicht alles gewusst hätte. Was ich heute weiss, hätte ich es möglicherweise nicht gemacht. Nur eben, wenn, kannst du sagen im Hintertrein. Wenn, bringt das Begriff überhaupt nichts. Wenn ich noch mal wüsste, wo das Vogelisi wäre. Das Vogelisi kommt von Adelboden her. Adelboden liegt im Berner Oberland. Das Berner Oberland ist schön. Sorry für die Abschweifung. Ich bin wegen dem Wenn draufgekommen. Wenn, das nützt mir jetzt alles, eine alte Kappe und das Berner Oberland können wir sowieso gerade wieder vergessen. Ja, nun in der hochdeutschen Fassung von Raphael. Weshalb ich genau an diesem Tag, genau um diese Zeit, genau bei Louis klingelte, möchte ich manchmal gerne selber wissen. Auf jeden Fall tat ich es. Hätte ich damals all das gewusst, was ich heute weiß, hätte ich es möglicherweise bleiben lassen. Und ja, hätte, würde, könnte, kann man sagen im Nachhinein, hätte, Fahrradkette. Ne? Entschuldigung fürs Abschweifen, bin wegen hätte draufgekommen. Hätte, nützt mir so viel ein alter Hut und Fahrrad fahre ich schon gar nicht. Ja. Ich bringe jetzt mal meine Stelle, die ist ein wenig weiter. Also Elke Heidenreich hat ja gesagt, der Jackpot haut's aus den Socken, als er diese Fanny sieht, aber er zeigt's ja nicht. Er geht dann zu diesem Louis und der Louis glaubt auch, der andere sei so dumm, wie er sich stellt und glaubt ihm dann die Reize von Fanny unter die Nase reiben zu müssen. Und das ist die Stelle, die ich ausgewählt habe. Und dann sagt er zuerst zu ihm, hätt ich aber so, hätt ich so, hätt ich so studieren. Und dann sagt er, und das ist es, sie ist wie der Himmel im Winter.
Augen wie ein Kaubli. Und das heißt auf Hochdeutsch, hättest du aber tun müssen, hättest sie studieren müssen, sie ist wie der Himmel im Winter, Augen wie ein Kälbchen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende an dieser Stelle, dass wir, wenn ich das lese, dann hört mein Auge mit. Ich bin weit weg vom Berndeutschen. Ich muss das laut lesen, weil die Linguisten sagen Palatalisierung. Das Kälbchen ist ein Chaubli. Ich muss das laut lesen. Ach so, Chaubli, Auge und so weiter. Mhm. Und ich muss das Lautbild entziffern. Und das ist aber der Reiz darin. Das ist auch ein wahnsinniges Vergnügen für mich, dass mehr Sinne lesen mit und hören mit. Ich verstehe das. Und trotzdem, ich hätte ihn nicht entdecken können. Muss ich sagen, ich habe kein Wort verstanden, dass ich diese Übersetzung, ich hab's auch, also leise, laut lesend, weil niemand möchte mich Schweizerdeutsch laut lesend hören. Aber ich verstehe es und ich muss sagen, ich finde diese Übersetzung fantastisch. Ja. Ich finde, dieses Buch hat wirklich zumindest nichts verloren, wenn nicht sogar gewonnen durch diese fantastische Übersetzung von Raphael Urweider. Mir ist es nie falsch vorgekommen. Es ist mir immer absolut harmonisch erzählt, die Dialoge fantastisch ineinander übergreifend. Ich finde gerade beim Einstieg dieses Wenn auf Schweizerdeutsch und dann hätte Fahrradkette, das sagen die in Deutschland ja. Mich hat das wirklich enorm an Sven Regners Wiener Straße erinnert. Mhm. Das ist wirklich so ein Kneipenroman, in dem es auch um Künstler geht und insofern wirklich eine Entsprechung, genauso witzig und mit einem packenden Erzählstrang, mit einer packenden Dramaturgie und einem absolut knackigen Schluss. Ich finde, das man ist hat die Figuren so gern alle. Also ja, klar. Ich merke jetzt, wenn ich das höre, für mich ist das wie eine Musik. Ja. Ich kann das überhaupt nicht entziffern, was Peter Müller-Drossart da gelesen hat. Ich höre das, ich lasse das wie einen Sound rauschen. Aber wenn ich dann das Buch lese, verstehe ich natürlich jedes Wort. Aber wenn ich es höre, verstehe ich gar nichts in diesem Dialekt. Ist für mich gar kein Dialekt, ist eine Fremdsprache. Also ist wirklich eine Fremdsprache. Aber wenn ich dieses Buch lese, merke ich schon, dass es ein Schweizer Buch ist. Weil der Sound ist auch in der deutschen Übersetzung drin. Ja. Es hat was absolut Schweizerisches. Es hätte kein Deutscher so schreiben können. Und trotzdem kann ich jedes Wort so lesen und verstehen. Und dafür bin ich dankbar, weil ich es ein ganz zauberhaftes kleines Juwel finde, dieses Buch. Ja, noch einmal. Also es hat einen unverwechselbaren Sound im Schweizerdeutschen, aber es hat auch im Hochdeutschen einen sehr schönen Sound und es hat eine hohe Qualität. Also ich fand es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Das freut mich so, dass ihr das auch alle fandet. Ja. Ich dachte jetzt auch, und dann vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Für uns ist manchmal Hochdeutsch eine Fremdsprache. Ist wahr? Ja, nein. Manchmal schon. Doch. Das merkt man aber nicht. Also eine erste Lektüreempfehlung heute Abend. Und ich bin ganz glücklich, dass auch unsere Dreisat-Zuschauer dieses Buch jetzt lesen können. Aber jetzt bleiben wir noch einen Moment in der Schweiz, genauer gesagt in den Schweizer Bergen, noch genauer gesagt an einem Skilift irgendwo in Graubünden. Dort spielt nämlich das neue Buch von Arno Kamenisch. Es heißt Der letzte Schnee und stand nach seinem Erscheinen am Anfang des Jahres mehrere Wochen auf Platz 1 der Schweizer Bestsellerliste. An besagtem Skilift arbeiten Georg und Paul. Und Georg und Paul warten. Sie warten darauf, dass der Winter beginnt und die Skitouristen kommen. Und während sie warten, erzählen sie sich Geschichten aus ihrem Leben und aus ihrem Dorf. Das heißt, der eine redet und der andere hört zu, wie das halt oft so ist im Leben. Gerhard Pfister, Sie sind zwar in Zug geboren, aber Sie sind in Graubünden in Diesentis zur Schule gegangen. Haben Sie sich denn beim Lesen ein bisschen in die Zeit zurückversetzt gefühlt? Absolut, weil das ist ein alpines Warten auf Godot, das die beiden da treiben. Und einer nennt das danach so. Und es ist ein unglaublich sprachlich, unglaublich auch spannend gemachtes Buch. Es hat Einsprengsel aus der rätoromanischen Sprache, es hat Einsprengsel aus der italienischen Sprache und dann noch irgendwas dazwischen. Und dieser Sound, wenn Sie da mal 7 Jahre in der Surselva oben gelebt haben als Student, dann prägt sich der unglaublich ein und den hat er unglaublich gut getroffen. Es ist wirklich ein hochmusikalisches Buch, also es ist wirklich ein Juwel. Was ich einfach auch sehr, sehr gut gemacht finde, ist, wie Sie reden ja so assoziativ. Also Sie beginnen morgens da die ganze Kasse einzurichten und bereiten Strichlisten vor da auf die möglichst vielen Gäste, die eben dann nicht kommen. Und wenn dann 3 Striche am Abend gemacht sind für 3 Gäste, dann war das ein ereignisreicher und anstrengender Tag. Und dazwischen sprechen Sie dann so assoziativ.
Also es ist immer so ein Thema, das dann kommt und dann gibt's daran wird wie so einem Faden eine ganze Geschichte, eine kleine Geschichte aus dem Dorf, aus der Bäckerei, die es nicht mehr gibt, aus dem ein Lehrer, der während des Unterrichts auf Vögel schießen kann, ohne dass ihm da irgendwelche rechtlichen Konsequenzen drohen, sondern das gehört dann einfach dazu. Unglaublich kleine, so wie Perlen, kleine Geschichten, die das Buch wirklich unglaublich toll machen. Mir hat es enorm gefallen. Eigentlich vor allem Geschichten vom Verschwinden der Dinge. Ja, nicht nur vom Verschwinden des Schnees. Des Schnees, sondern eigentlich der ganze Strukturwandel, der in den Bergen sich gerade vollzieht. Genau. Ich wollte auch sagen, also Kamenisch ist ja längst ein Städter geworden, aber er legt hier einen herrlichen Blues vor. Es ist wirklich so ein Alpenblues. Und mir schien, mit dem sagt er auch zu uns allen, also Kofferdeckel, auch wenn es keinen Schnee mehr gibt, es gibt wenigstens noch Bücher und lest sie. Es ist wirklich ein Abgesang, auch, aus dem er auch seinen Sound macht mit einer Fusion-Sprache. Mhm. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Rätoromanisch, Italienisch, was da alles vorkommt. Haben Sie das jetzt verstanden? Das habe ich alles verstanden. Und mich hat lange kein Buch, ich muss schon wieder loben, mich hat lange kein Buch so rundum glücklich gemacht wie dieses. Das ist eine solche Freude, dieses Buch zu lesen. Jeder, der das nicht liest, hat wirklich einen Knall. Ja. Das muss man machen, weil das hat mit unserer Zeit zu tun, in der so viel verschwindet, nicht nur die Bäckerei. Ja. In diesem Ort, wo die beiden sind, die Kneipe hat zugemacht, der Postbus fährt nicht mehr. Es ist nichts mehr wie früher, nun kommt auch nicht mal mehr der Schnee und der Schneelift ist auch umsonst. Aber sie gehen jeden Tag hin, lassen ihn laufen, schließen auf. Ja. Und Paul redet und redet und redet über alles, was mal war, was früher schöner war und was der Lehrer gesagt hat und wie er seine Frau kennengelernt hat und dass sein Sohn keine Freundin findet. Und Georg macht einfach nur Striche, wie viele Gäste waren da, wer hat bezahlt. Und Georg sagt am Ende, Godot kommt nicht mehr. Der ist der Kluge. Der hat begriffen, wir sind bei Beckett in diesem Buch. Und das hat einen solchen Witz, eine solche Wärme und Melancholie. Ich habe lange nichts als Kunstwerk so geschlossen und so wunderschön gelesen, wie dieses kleine, wirklich super Meisterwerk. Ich bin ganz erstaunt gewesen. Dass es ganz komisch ist in der Figurenzeichnung und in diesen Details, die es die ganze Zeit aufwirft und dabei aber und auch die Sprache so auch so witzig in dem, was es im Grunde genommen abbildet. Ja, es aber ist dann auch so traurig gleichzeitig. Ja, weil alles verschwindet und nicht mehr ist wie früher. Aber das hat mit dem Älterwerden zu tun. Ja. Wenn wir älter werden, ist nichts mehr wie früher. Und es hat aber so einen Witz in der Sprache. Also, die Fluchen. Ich habe immer versucht, mir Sachen zu merken. Hast du denn die Flüche verstanden? Koffertori und Koffertori. Ja, natürlich habe ich die verstanden. Ah, ja. Flüche verstehe ich in jeder Sprache. Aber wie hieß denn das? Warte, das wollte ich doch gerade lernen. Habe ich es richtig gesagt? Grazetzla Kualpa, selber schuld. Wunderbar. Oder er sagt immer, zu spronto. Più o meno ist alles anders als früher. Also es ist so witzig, so vielseitig. Und sie mischen Italienisch und Schweizerdeutsch und Französisch und Latein und Englisch. Es ist alles eine Mixtur. Aber dabei merkt man, wie wach diese Kerle sind. Sie sind da zwar in ihrem Kaff und müssen nur einen Skilift beobachten, aber im Grunde stecken sie ihre Tentakel in die Welt aus, wissen genau, was los ist und bewahren etwas, was es eigentlich nicht mehr gibt, Heimat. Ja, natürlich ist es ist natürlich ein sehr melancholisches Buch, aber die beiden machen, man hat so wirklich das Gefühl, sie machen ihre Pflicht bis zum Schluss. Ja. Und sie machen, also sie gestehen sich ja nie richtig ein, dass das, was sie da hier treiben, eigentlich nur noch sinnlos, absurd, nur noch absurd aussieht. Ja. Also, dass man ein Journal macht und dass man einen Sicherheitscheck macht für einen Skilift, der einmal der Beste war. Die Welt wandelt sich. Das ist wirklich eine permanente Metamorphose. Es ist eine ständige Wandlung von dem, das Neue kommt, das Alte geht, das Plastikgeld wird nicht akzeptiert, weil das ist zu neu und so weiter. Aber es ist also nicht resigniert. Es ist nicht einfach nur. Es ist melancholisch. Ja, genau, die beiden Typen sind so. Es ist wirklich, glaube ich, das, was Sie vorhin gesagt haben, ein Blues mit dem Rattern des Liftes im Hintergrund. Und rau, die rauchen und da fällt Sie haben ja auch immer ein Schnapsfläschchen hier unten stehen. Also für alle, die eine Auszeit, so eine kurze Auszeit aus ihrem Alltag nehmen möchten. Es ist auch dünn genug. Ja. Vielleicht gehen Sie im Zweifelsfall ganz schmal einfach zu einer Lesung von Arno Kamenisch, der das auch ganz hervorragend macht. Der hätte auch Zeit, das ganze Buch rasch vorzulesen. Morgen Abend beispielsweise in Ilanz.
Ich erinnere mich noch ziemlich gut, und ich habe es jetzt auch noch mal auf YouTube nachgeschaut, vor vielen, vielen Jahren hat Marcel Reich-Ranitzky im Literarischen Quartett ungeheuer für ein Buch geschwärmt. Es hieß Gefährliche Geliebte und war von einem bis dato eher unbekannten japanischen Autor Haruki Murakami. Eine glänzende, fabelhafte Liebesgeschichte sei ihm da gelungen, voller Erotik und ungewöhnlicher Zartheit. Damals wurde heftig gestritten über das Buch. Heute ist Haruki Murakami weltweit verkaufter Bestseller-Autor, der jedes Jahr wieder neu als potenzieller Literaturnobelpreiskandidat gehandelt wird. Jetzt, wo ihn zuletzt sein Landsmann Kazuo Ishiguro erhalten hat, scheint sich diese Ehrung vorerst erledigt zu haben. Aber er schreibt weiter und bringt ein Buch nach dem anderen raus. Und jetzt, Hildegard Keller, haben Sie sich für dieses Buch entschieden, Die Ermordung des Kommendatore 1, das ist der erste von zwei Bänden und dieser heißt Eine Idee erscheint. Und wie das Buch beginnt, das hören wir jetzt. Hans-Peter Müller-Drossart liest für uns eine Passage aus dem Prolog in der Übersetzung von Ursula Gräfe. Bitte, Hans-Peter Müller-Drossart. Als ich heute nach einem kurzen Mittagsschlaf erwachte, sah ich den Mann ohne Gesicht vor mir. Er saß auf einem Stuhl gegenüber dem Sofa, auf dem ich geschlafen hatte, und blickte mich aus seinen nicht vorhandenen Augen an. Sein gesichtsloses Gesicht war zur Hälfte von einem schwarzen Hut mit breiter Krempe verdeckt und er trug einen langen Mantel in einem dunklen Farbton. »Ich will, dass du mich porträtierst«, sagte der Mann ohne Gesicht, nachdem er sich vergewissert hatte, dass ich wach war. Seine Stimme war leise und frei von jeglicher Intonation oder Wärme. »Du hast es mir versprochen, erinnerst du dich?« »Natürlich. Aber damals hatten wir kein Papier, darum konnte ich sie nicht malen«, erwiderte ich ebenfalls tonlos und ohne Wärme. »Stattdessen hatte ich ihnen das Pinguin-Amulett als Pfand gegeben. Ja, ich habe es mitgebracht.« Er hielt mir den Plastikpinguin mit der rechten entgegen. Er war so etwas wie ein Anhänger für eine Handyschlaufe. Der Mann hatte außergewöhnlich große Hände. »Ich gebe ihn dir zurück, denn du wirst ihn vielleicht brauchen. Er ist ein Talisman und kann die Menschen beschützen, die dir am Herzen liegen. Allerdings will ich, dass du mich dafür porträtierst.« Ich saß in der Klemme. »Das sagen Sie so einfach, aber ich habe noch nie jemanden ohne Gesicht porträtiert.« Meine Kehle fühlte sich staubtrocken an. »Nach allem, was ich gehört habe, bist du ein Meister deines Fachs.« Der Mann ohne Gesicht lachte. Oder zumindest glaubte ich, dass er lachte. Es klang wie das Heulen des Windes in einer tiefen Höhle. Er nahm den schwarzen Hut ab, der sein Gesicht zur Hälfte verdeckt hatte. Dort, wo es hätte sein sollen, kreiste nur langsam ein milchig weißer Nebel. Danke, Hans-Peter Müller-Drossart. Ja, ein geheimnisvoller Start in eine Geschichte voller Geheimnisse, Hildegard Keller. Womit haben wir es da zu tun? Ja, es ist der 14. Roman dieses Weltautors. Und das erste Kapitel beginnt dann nicht mit diesem Nebel, sondern im Alltag eines Porträtmalers, eben dieses Ich-Erzählers, den wir gehört haben. Und er bekommt den Laufpass von seiner Frau. Er packt seine 7 Sachen, setzt sich ins Auto, er murrt gar nicht. Er weiß zwar nicht, warum das ist, denn er wird auch die Gründe nie erfahren. Aber er beginnt eine Tour durch Japan, lässt sich treiben, ein paar Monate lang. Beendet das erst, als das Auto im Grunde genommen kaputt ist und kehrt dann nach Tokio zurück, meldet sich bei einem Studienfreund und der sagt, ja, du kannst in das Haus in den Bergen. Du kannst ein paar Monate dahin. Dort bleibt er genau 9 Monate, natürlich eine Art Schwangerschaft lang. Und es geht auch um eine Neugeburt dieses Porträtmalers, der auch sagt, als Porträtmaler bin ich eigentlich eine Edelprostituierte der Kunst. Was ist das für ein Haus, das er da bekommt? Er bekommt das Haus des Vaters dieses Freundes, der ein berühmter Maler ist in Japan, der in den 30er Jahren in Wien studiert hat, der also auch eine Figur ist, die Ost und West verbindet und die Nazi-Okkupation von Österreich natürlich erlebt hat. Aber dieser Mann, er lebt zwar noch, aber er ist so dement, dass er eine Oper nicht mehr von einer Bratpfanne unterscheiden kann. Dieser Running Gag kommt immer wieder. Da wohnt er nun. Was passiert in diesem Haus? Der Porträtmaler, der nicht mehr malt, der hat eine tiefe Schaffenskrise,
nicht nur eine Lebenskrise. Der treibt es ziemlich wild dort, wirklich auch in dem Sinn, natürlich. Reich Ranicki hätte seine Freude daran. Denn Murakami wäre ja nicht Murakami, wenn er nicht seinen Figuren immer wieder mal Sex bieten würde. Aber er malt dann auch wieder, er beginnt zu malen, er hat also nicht nur Sex in diesem Haus, er beginnt dann wieder zu malen und die Ursache dafür ist ein rätselhafter Nachbar, der an der anderen Talseite wohnt, in einer wahnsinnigen Villa, eine mysteriöse Figur, sehr schön, sehr elegant, ein älterer Mann mit schlohweißem Haar und der kommt und verlockt ihn mit viel Geld, zwei Aufträge anzunehmen. Zuerst ein Porträt seiner selbst. Und das gelingt. Beide sind glücklich darüber. Und da bekommt er einen zweiten Auftrag. Der zweite Auftrag lautet dann, er sollte die vermutliche Tochter des anderen malen. Und das braucht dann allerhand Dinge. Also, das erfahren wir nicht wirklich, weil es ist der erste Teil. Also das Gemälde der Tochter, das ist dann Gegenstand des zweiten Teils. Der Roman erscheint erst im April. Er entdeckt in diesem Haus auf dem Dachboden ein Bild. Und dieses Bild heißt Die Ermordung des Kommendatore, was dem Buch den Titel gibt. Da sieht man, wie ein Mann durchstochen, ermordet wird. Und seit er dieses Bild gesehen hat, geschehen seltsame Dinge mit ihm und in dem Haus. Es spukt, er hört nachts ein Glöcklein läuten, das kommt aus einer Gruft, wo man vielleicht mal einen Mönch begraben hat, der als Mumie noch das Glöcklein läutet, man weiß es nicht so. Also es wird ein bisschen eine Spuk- und Gespenstergeschichte. Ich habe, glaube ich, in irgendeiner Kritik gelesen, oder ist mir das selber eingefallen, ich weiß es wirklich nicht mehr. ich glaube, ich habe es gelesen, habe es notiert hier in meinem Buch. In den eigenen Aufzeichnungen. Manchmal weiß man nicht, ich habe es notiert, war das jetzt was von mir oder habe ich es gelesen? Die Dinge überstürzen sich aber in Zeitlupe. Das trifft es ziemlich gut. Das habe ich, glaube ich, gelesen. Es passiert ganz viel, aber es passiert alles ganz langsam und umständlich. Also die Geschichte ist schon spannend zu lesen. Ich würde niemals sagen, dass dieser Mann den Literaturnobelpreis verdient, weil die Dialoge sind so unfassbar grauenvoll. Sobald Menschen miteinander reden, müsste er bei Pedro Lenz in die Schule gehen und sich mal anhören, wie Menschen reden. Und bei Arno Kamel auch nicht. Die Dialoge sind so steif und so entsetzlich und so fürchterlich. Aber was er sonst beschreibt, das hat den Charme einer Spukgeschichte. Es ist ein bisschen Don Giovanni mit dem Komtur. Es ist ein bisschen der große Gatsby, dieser tolle Nachbar, und er, der kleine Maler. Es ist von allem so ein bisschen Dorian Gray. Ein bisschen Faust, der Pakt mit dem Teufel. Also, das ist ein sehr interessantes Buch und es hört völlig abrupt auf, damit wir auch den zweiten Band lesen. Also eigentlich eine ziemlich Unverschämtheit, wie es aufhört. Na klar. Es unterhält, aber es bleibt zurück, heiße Luft. Ja. Meine Frage an Sie, Gerhard Pfister, Sie sind ja Murakami-Kenner. Sie kennen sich mit Murakami sehr gut aus. Ist denn auch ein bisschen Murakami in dem Buch? Es ist etwas Murakami in dem Buch, in dem die Grenzen zwischen Realität und ideeller Welt oder digitaler Welt manchmal dann auch in deinen Werken, das ist wieder ein Thema. Der Untertitel heißt ja, eine Idee erscheint. Und die Erscheinung dieser Idee ist dann dieser Kommendatore, der aus dem Bild heraustritt und in Form einer 60 cm großen Puppe plötzlich da auf der Couch vis-à-vis sieht. Das ist so eine Art Horrorpuppe, ist mir dann, die dann aber auch wieder verschwindet. Und ich persönlich bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin etwas enttäuscht. Ich habe von ihm 1Q84 gelesen, das fand ich fantastisch. Und hier habe ich so einfach das Gefühl, man hört die Postmoderne etwas klappern. Oder? Also es ist, er weiß viel, er pappt das irgendwie zusammen. Es ist gebastelt. Es ist gebastelt, es ist gut gemacht. Mhm. Aber man hätte gewünscht, dass jemand von seiner... Talent ist schon viel zu wenig, aber von seiner Qualität da noch mal drüber geht, wirklich einmal schaut, muss da jedes Detail immer so sein. Es sind so viele Zitate und eigentlich, ich werde den zweiten Band natürlich nur lesen, aber nur deshalb, weil ich es spannend finde. Ich will wissen, und das ist so wie die Spannung in einem dort werde ich, ja, ich werde sicher zu Ende lesen, aber weil es lebt von der Spannung und der Rest ist etwas Staffage. Ich muss es eben auch sagen, ich bin ja ein Serienfan, das wissen ja inzwischen alle, und ich finde, es ist wirklich eine super gut gemachte Serie. Ja. Man hat immer wieder einen neuen Plot, immer wieder zwischen Binnenerzählungen.
Ich habe wirklich lange nicht mehr ein Buch so rasch und so süffig gelesen wie dieses. Aber wisst ihr, ich finde, zwischendurch ist es fast ein bisschen lustig, weil er ja immer wieder so Zwischenzusammenfassungen macht. Nein, er ist als wenn humorfrei. Man nicht wüsste, was passiert ist, sagt er zwischendurch. Nein. Doch, da ein bisschen es gibt Humor einen schon einzigen humorvollen vor. Satz in dem Buch. Einen Satz. Ich habe einfach eine Frage, ist mir wirklich offen geblieben bei allem. Also abgesehen davon, dass ich wirklich noch überhaupt nicht durchschaue, wie diese vielen, vielen, vielen verschiedenen Stränge, die Sie jetzt alle erwähnt haben, miteinander zu tun haben sollen und wie die zusammengeführt werden, das wird echt eine große Herausforderung. Aber diese Idee, ja, dieser Kommendatore, von dem Sie auch gerade sprachen, das ist irgendwie ein bisschen ulkig. Ich musste da immer an Pumuckl denken. Bei Pumuckl ist das auch so. Der erscheint nur, wenn Meister Eder ihn sieht und alle anderen sehen ihn nicht. Und das ist auch der meldet sich auch nur zu Wort dann und ist so ein kleiner Frecher, der sagt, ich weiß es ja eigentlich schon, aber derjenige, der es liest, weiß es eben gerade nicht. Also das ist so ein Rätsel, wo ich sage, das hat was Schräges. Also diese Art von mystisch, übersinnlich, ist mir nicht ganz einleuchtend. Aber wisst ihr, ich habe lange Zeit gedacht, ich habe viel von Murakami gelesen. Kafka am Strand, Naokos Lächeln, Die gefährliche Geliebte. Ich habe ihn immer gern gelesen. Und irgendwann dachte ich, der schreibt immer dasselbe Buch. Immer diese einsamen Menschen auf der Suche. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe dann ein paar ausgelassen und nach langer Zeit jetzt wieder einen gelesen und habe gedacht, guck, er kann auch anders. Also er hat mich positiv überrascht, weil es was anderes ist. Eine Spuk-, eine Schauergeschichte und viel spannender als seine anderen Bücher. Und trotzdem ist es ein dünnes Hündchen. Es ist zusammengebastelt aus vielen verschiedenen Versatzstücken. Und es ist keine große Literatur, finde ich. Also ich finde, dass die Diskussion jetzt spiegelt, die macht den unheimlich flach. Der ist nicht so flach. Aber ihr habt mich vorher ja nicht ausreden lassen. Oh. Nochmal, eine neue Anlauf. Ich fand das absolut fantastisch zum Lesen. Wirklich fantastisch. Und natürlich stimmt das. Das ist ein Kobold, dieser komische Typ da. Und ich weiß auch noch nicht, wie er den wieder zurück ins Bild bringt. Aber es geht ja, es ist eigentlich ein Entwicklungsroman. Und dieser mysteriöse Weißhaarige kommt ja auch und sagt, ich bringe dich in eine völlig neue Dimension. Ich begleite dich in deiner Transformation und so weiter. Das sind, er sagt es viel besser. Das klingt jetzt etwas ESO-mäßig. Und er schrammt auch immer hart am ESO vorbei. Das, aber ich finde einfach... Murakami bewegt sich frei im Reich der Imagination. Und wer zu staunen verlernt hat, soll Murakami zur Therapie lesen. Das finde ich einfach ganz großartig. Diese Freiheit, die er sich nimmt, der zeigt ja damit auch die Kraft der Fiktion. Das verrückteste Zeug, was der da... Also ich war, kaum hat dieses Glöcklein zum ersten Mal geläutet, war ich angefixt. Ja, ich auch. Ja, ich habe es auch gern gelesen. Aber es ist nichts Tolles. Warum tut er denn so? Ja, warum sagst du denn sein dünnes Hündchen? Ja, es liest sich flott weg, aber es bleibt doch nichts. Es ist doch heiß Luft. Doch, lebt viel. Nein, ja? Ich blieb viel. Und der eine Satz, den ich meine, der wahrscheinlich wirklich, ich warte wirklich auf April. Das passiert mir nicht oft. Ich warte auf den zweiten Teil. Ja, ich auch. Wir werden ihn alle lesen. Das ist natürlich eine gute Geschäftsidee des Autors. Gute Geschäftsidee, das genau das. Aber ich finde einfach, die Fallhöhe stimmt da manchmal wirklich nicht. Das kommt dann noch in der Vergangenheit des Malers, der das Haus früher besessen hat, kommt noch Wien vor und dann das Dritte Reich und ein missglücktes Attentat. Das ist dann so eine Existenzialität, die da irgendwie einfach nicht reinpasst. Oder? Das ist, warum denn nicht? Naja, und vor allem, Drittes Reich ist hier eigentlich auch nur so ein schönes Textelementchen. Man schafft noch etwas Bedeutung. Nein, es geht ja. Aber letztendlich ist es banal. Und es geht ja um die Erneuerung der Malerei. Und diese Figur des Kommendatore auf 60 Meter, Zentimeter Puppe auf der Couch reduziert, das stimmt einfach nicht. Das ist albern. Das aber was albern. Sie gerade sagt, ist wichtig. Es geht um die Malerei. Es geht um die Malerei. Über Kunst. Und was macht der Künstler und was wird mit der Kunst gemacht? Ja. Was passiert auf der einen Seite der Künstler, dieser Künstler, dieser Porträtmaler, aber der alte Demente jetzt, der in Deutschland, in Österreich studiert hat, der hatte ja auch die Aufgabe, quasi die Vermittlung zwischen Ost, er hat im Westen die Ölmalerei gelernt und legt die dann ab. Das ist eines der ganz großen Rätsel für den Porträtmaler. Warum hat dieser Alte, und das ist ja das Titelgemälde, warum hat er plötzlich aufgehört mit der Ölmalerei und ist übergetreten zur berühmten japanischen Nihonga-Malerei? So eine Art Hodler. Er wurde zu einem Hodler Japans. Und er will wissen, warum hat er das gemacht? Was ist da passiert? Und interessant ist auch, wie er diesen Mann porträtiert, malt er anders als je zuvor. Ja. Das heißt, er hat einfach immer irgendwelche Menschen porträtiert. Und hier auf einmal ist, als würde seine Hand jemand anders führen.
Er malt gar kein realistisches Porträt und trotzdem sagen beide, er hat den Kern dieses Menschen, das Wesen genau getroffen. Ja, also das Seele ist so was Faustisches. Kunst, oder? Genau, die Idee der Kunst. Also Dorian Gray, oder? Das ja, Leben das ist, einhauchen. Ja. In ein, das finde ich ist das ein interessanter interessant. Grundstrang dieser, ja. dieser Geschichte. Was ist Wirklichkeit und was ist eine Idee und wie verhalten sich Wirklichkeit und Idee zueinander? Ich glaube, wir müssen in der Tat auf den zweiten Band warten, weil zu viele Fragen offen bleiben, die wir jetzt abschließen. Macht einfach den dann nicht auch hier? Müsste eigentlich dann, dass man den zweiten Band auch im Literatur... Wir machen einfach einen Sonderliteraturclub zum zweiten machen, Band ja. im Netz, nur wir vier. Ob wir alle? Oh, ja. Wir werden auch Bitte Peter Handke steht ziemlich unvergleichbar da in der deutschsprachigen Literatur. Wild und unbezähmbar scheint er und bleibt immer auch ziemlich rätselhaft. Ich glaube, es gibt kaum einen Autor, der so einschlägige Debatten im Literaturbetrieb hervorgerufen hat wie er, literarisch und politisch. Gerhard Pfister, ich habe es eingangs schon gesagt, Sie haben seinerzeit über Peter Handke promoviert. Was hat Sie denn an diesem Autor gereizt damals? Das geht zurück auf meine Zeit an meiner Mittelschule. Wir hatten dort so einen Literaturclub und dort haben wir immer moderne Literatur diskutiert, gelesen und diskutiert, wurde organisiert von einem Lehrer. Und der hat dann mal langsame Heimkehr, 1979 hat er dann mal das vorgeschlagen und das war nicht Erweckungserlebnis, aber es war... Wenn man das, ich habe das gelesen und das war dermaßen, es war mehr als nur ein Sound, oder? Es war... So schreibt, so etwas habe ich noch nie gelesen. Und dann habe ich mich dann zurückgearbeitet in seinem Werk bis zur Publikumsbeschimpfung, ganz am Anfang, und habe dann eigentlich praktisch jedes Buch von ihm gelesen und diese Entwicklung mitgemacht. Und ich finde, es gibt wenige Autoren, die so unverwechselbar sind wie er und die Kunst so ernst nehmen, das ist dann immer auch etwas die Gefahr, finde ich manchmal. Ja. Aber er hat einen unglaublich unvergleichlichen Stil, den ich nirgends sonst finde. Das fasziniert mich an ihm. Dann und jetzt? Die Doktorarbeit habe ich dann darüber gemacht, weil Sie haben es angetönt, es gibt bei Handke, oder gab es, heute ist das etwas anders, es gab bei Handke, bei den Kritikern nur entweder helle Begeisterung oder absolutes Unverständnis und harte Kritik. Und ich habe über die Literaturkritik zu Hand gekommen. Sehr schön. Was gemacht, und heute sitzen Sie im Literaturclub genau. Und wir sprechen über sein Alterswerk. Ja. Im Dezember ist Peter Handke nämlich 75 geworden und hat dieses Buch veröffentlicht, Die Obstdieben oder Einfache Fahrt ins Landesinnere. Alles beginnt an einem schönen Spätsommertag mit einem Bienenstich. Bitte, Hans-Peter Müller-Drossart. Diese Geschichte hat begonnen an einem jener Mittsommertage, da man beim Barfußgehen im Gras zum ersten Mal im Jahr von einer Biene gestochen wird. Zumindest ist mir das seit jeher zugestoßen. Und inzwischen weiß ich, dass diese Tage des ersten und oft einzigen jährlichen Bienenstichs in der Regel zusammenfallen mit dem sich auftun der weißen Kleeblüten, der erdbodennahen, worin sich die Bienen halb versteckt tummeln. Es war auch das wie immer ein, jedenfalls am späten Morgen, sonniger, aber noch nicht heißer Tag, Anfang August, mit einem beständigen blauen, hoch und immer höher im Himmel. Kaum eine Wolke und wenn eine, schon wieder aufgelöst. Ein leichter, beflügelnder Wind wehte, wie meist im Sommer vom Westen her, in der Einbildung vom Atlantik in die Niemandsbucht fächernd. Kein Tau zum Trocknen. Wie schon seit einer guten Woche beim frühmorgendlichen Durchstreifen des Gartens auch nicht eine Ahnung von Feuchtigkeit an den bloßen Sohlen, geschweige denn zwischen den Zehen. Ich nahm den Stich als ein Zeichen, ein gutes oder ein schlechtes, weder als ein gutes noch als ein schlechtes, gar böses, schlicht als ein Zeichen. Der Stich gab das Zeichen aufzubrechen, Zeit, dass du dich auf den Weg machst, reiß dich los von Garten und Gegend, fort mit dir. Die Stunde des Aufbruchs, sie ist gekommen. Ja, danke an Peter Müller-Drossart. Die Stunde des Aufbruchs ist gekommen. Gerhard Pfister, wie geht es denn weiter nach diesem Bienenstich?
Das ist das Schöne bei Handke, man muss nicht so viele Worte verwenden, um die Handlung zu beschreiben, weil die ist immer sehr eigentlich nebensächlich, es gibt keine. Aber um die Handlung dann doch noch kurz zusammenzufassen, ist ein Ich-Erzähler, von dem wir jetzt gerade gehört haben, der bricht aus seiner Niemandsbucht. Man weiß, es gab ein Buch, das Handke darüber geschrieben hat, das ist nördlich von Paris, wo er seit langem wohnt, und der bricht auf gegen Norden. Macht sich auf der Suche nach dieser Obstdiebin. Nach ungefähr einem Drittel des Romans sieht er diese Obstdiebin, eine junge, knapp 20-jährige Frau, die ebenfalls unterwegs ist. Wie sich dann herausstellt, geht sie an ein Familienfest. Das Ganze spielt so in 3 Tagen. Und auch sie wandert durch die Gegend, begegnet Leuten, begegnet dann einem ebenso jungen Mann, den sie kennenlernt, beiläufig als Pizza-Auslieferer, der wandert ein Stück mit ihr mit. Und dann am Ende trifft sie ihre Eltern und ihren Bruder und sie singen das hohe Lied auf die Zwischenräume und die Nebensächlichkeiten. Das ist tatsächlich wirklich alles. Das ist der Plot. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und, können wir länger darüber sprechen? Sonst korrigieren Sie mich. Der Ich-Erzähler, der tritt nach einem Drittel des Romans tritt er zurück, und es wird dann aus der Perspektive dieser Obstdiebin erzählt, und der Erzähler verschwindet in diesem Sinne. Wie gesagt, wie immer bei Handke ist der Plot das Nebensächlichste. Er braucht einen, und er verwendet dann eben auch oft diesen Aufbruch, das Wandern, das Gehen und das anderen Menschen begegnen. Und was entscheidend ist, ist eben das, was eben dazwischen passiert. Und zwar diese Wahrnehmung der anderen Menschen, diese Wahrnehmung auch der Natur, die unvergleichlich ist aus meiner Sicht, weil sie auf etwas verzichtet, was sonst in der Literatur häufig ist. Sie verzichtet auf Interpretation. Sie verzichtet auf Imagination. Ist genau das Gegenteil von Murakami. Mhm. Er verwendet sehr wenige Adjektive. Er verwendet oft die Formulierung «seit jeher» oder «wie nur irgendetwas». Und dadurch gibt es einen ganz, ganz unglaubliche Verlangsamung des Lesetempos. Also wenn man Handke schnell liest, dann bekommt man gar nichts mit. Sondern er bremst, das ist wie eine Meditation. Oder? Mhm. Man kann das nur ganz langsam lesen. Und dann, wenn man darauf eingeht, dann ist es eine Sehschule, ein Hinsehen, ein genaues Beobachten der Menschen und auch der Natur natürlich, die ich persönlich unvergleichlich finde. Es hat ein Risiko, es hat einen unglaublich hohen Ton. Also es ist alles sehr, sehr pathetisch. Und das muss man mögen oder nicht. Das Gegenteil von Murakami, hat Gerhard Pfister jetzt gesagt. Da muss ich natürlich wissen, was Sie davon halten, Hildegard. Für mich war es eine Gähnschule. Ja. Und Sie haben es schon gesagt, es ist wirklich ein Anti-Murakami. Ja. Und für Handke wäre das zweifellos ein Lob. Er zählt Murakami ganz bestimmt höchstens zur leichten Muse. Spricht von den Disc-Jockeys der internationalen Literatur, ja. Die ja auch, es gibt keine Weltliteratur mehr und so weiter. Als ich in den, das haben wir gemeinsam, als ich in den 70er Jahren literarisch sozialisiert wurde, war Handke tatsächlich, lag er so wie ein Schatten der Literatur, ganz groß geschrieben auf uns. Und ich erinnere mich noch, für mich ist das nach wie vor gültig, das eigentlich eines der ganz wenigen Bücher, Wunschloses Unglück. Das ist nach wie vor ein gültiges Buch. Aber seither ist auch viel passiert. Handke lässt sich natürlich nicht nehmen, zu schockieren und auch zu strapazieren. Eben mit dieser ziemlich konsequenten Verspitzwegung. Und ich muss sagen, bei allem Respekt, das gilt natürlich auch für dieses Buch, eben diesen Handke, also bei allem Respekt auch vor dem sensiblen Umgang mit Sprache oder auch, das haben Sie schön beschrieben, dem Umgang mit der Natur, der Schilderung von Natur in Sprache, aber auch bei aller Liebe für Bienen, Bienenstiche, Quitten und Pizzalieferanten und sogar für Wolfram von Eschenbach, muss ich eigentlich schon sagen. Also diese Geschichte, die keine ist, kommt einfach nicht in Gang. Sie will ja auch nicht in Gang kommen. Sie will auch aber nicht. Will auch nicht und muss auch nicht. Die will nicht in Gang kommen. Also, dass ich kein Handke-Fan bin und ich zur Handke-Gemeinde höre, kann sich ja wohl jeder denken. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja viel zu schnell für sowas. Und trotzdem habe ich natürlich jede Seite gelesen. Ich hatte ihn nach der Niemandsbucht verlassen. Die Niemandsbucht hat mich so gequält. Ja. Ja. Danach wollte ich keinen Handke mehr lesen. Nun musste ich für euch. Und siehe da, ich habe ihn mit großem Respekt gelesen. Also
ich kann nicht sagen, wirklich begeistert und gerne. Und es hat auch sehr lange gedauert. Aber er hat mich gerührt, er hat mich bewegt. Und was mich am meisten bewegt hat, über die Sprache hinaus, die man ja schon kennt bei Handke, diese altertümliche, fast manierierte Art, Dinge zu umschreiben mit altdeutschen Worten. Also niemals würde er Navi sagen zum Auto, sondern automatischer Routenführer oder so. Also solche Sachen. Habe ich gemerkt, dass mich plötzlich dieser Handke menschlich anrührt. Und zwar ist er eine Mischung aus ganz sanft und einsam und plötzlich ganz wütend. Ja. Und in dieser Wut treffen wir uns auch wieder. Mhm. Er hasst genau wie ich alle Arten von Krimis und Krimi-Autoren. Also er geht noch weiter, als ich gehen würde. Er sagt, auf die soll eine Bombe fallen beim Internationalen Kriminalkongress, damit die Leute, die in die Welt Horror bringen, Schrecken und Mord, endlich alle tot sind. Ja. Er kann unglaublich austeilen. Also ich bin schon berühmt für Austeilen. Aber er sagt, Hertha Müller, Kunstgewerbe. Ingo Schulze, Scheißhausliteratur. Orhan Pamuk, Stifter. Dummes Stifter, Zeug gehäkelt. Stifter und Goethe. Ja, da gibt es schon noch ein paar andere. Also dann hasst er Autos, die vorbeifahren, aus denen Musik wummert. Ich auch. Ich könnte auf jedes Steine schmeißen. Wenn so eine rollende Disco an der Ampel steht, dann denke ich plötzlich, ach guck, diesen Altersfuhrer haben wir beide. Aber er scheint mir viel einsamer. Also ich bin noch viel mehr im Leben. Ich kann mich an vielen Dingen freuen. Und bei ihm habe ich das Gefühl, er freut sich wirklich nur noch an Gräschen, Steinchen, Birnchen, an ganz kleinen Pilzen, an ganz kleinen Sachen. Das heißt, es ist alles sehr eng, sehr begrenzt. Ich möchte ihn fast trösten. Ich habe ihn fast wieder lieb und möchte sagen, ach, geht so schlimm, ist es alt werden doch gar nicht. Er hat natürlich eine sehr fein geschliffene Sprache, die mir manchmal auf die Nerven geht, weil sie zu altertümelnd ist. Und trotzdem hat mich seltsamerweise dieses Buch mit Handke wieder etwas versöhnt, weil ich sehe auch sein Problem, alt zu werden und trotzdem noch da zu sein und Kraft zu haben. Das rührt mich. Das ist mir viel zu psychologisch. Aber ich kann ihn nicht lesen als jemand, der Literatur liest, die unterhält. Das tut er ja nicht. Er erzählt ja nichts. Nein, aber es ist schon faszinierend. Ich glaube, psychologisch ist das eine. Das andere ist, mir ist es bei diesem Buch habe ich wirklich so stark mein Leseerlebnis gespürt. Zum Teil war ich so genervt von diesem Spießer und von diesem komischen Verhältnis zu Frauen, wo ich mir dachte, was ist denn da los? Und dann war ich wieder so bezaubert von dem, was passiert. Und ich habe selber so viele emotionale Reaktionen gespürt bei diesem Buch, wie ich es... Also, bei Murakami sicher nicht. Der hat mich überhaupt nicht in dem Sinne aufgeregt, sondern der hat mir gefallen und ich habe ihn einfach in einem Zug durchgelesen. Und Handke bringt einen wirklich an die Grenzen der Belastbarkeit. Das entschleunigt enorm. Das entschleunigt enorm. Und ich finde, das ist hochgradig interessant, weil er sich mit allem, was er hat, gegen sämtliche für mich inzwischen schon angeeigneten Lesegewohnheiten richtet. Er hat keine Dramaturgie, er hat keine Höhepunkte, er hat keine Wendepunkte. Er beschreibt eine Haselnuss auf 3 Seiten. Er hat keine Psychologie der Figuren. Er unterwandert sämtliche Gesetze des Storytellings und bringt mich an den Rand der Verzweiflung und gleichzeitig an eine Faszination an diesem Text und an diesem Futieren von allen Gesetzmäßigkeiten, die wir so gewohnt sind, dass ich wieder erschaue vor Faszination. Mir ist es auch so gegangen. Ich könnte keinem dieses Buch empfehlen. Ich kann nicht sagen, lies mal den neuen Handke. Aber doch, ich musste ihn ja nun dienstlich lesen. Nein. Ich habe gemerkt, er quält mich nicht. Sondern ich bin immer wieder dran. Ich habe nur wenige Seiten am Tag geschafft. Murakami hat man an 2 Nachmittagen durch. Aber bei Handke braucht man 3-4 Wochen. Ja. Immer wieder 50 Seiten und dann wieder weglegen. Ja. Und es wirkt nach. Ja. Es wirkt nach. Also, warum würdest du es trotzdem nicht empfehlen? Weil nichts drin vorkommt. Ich habe immer gesagt, ich möchte Leute ans Lesen bringen, Hildegard. Das wissen Sie doch. Aber schauen Sie, und damit bringe ich keinen ans Lesen. Wenn Sie die Leser zur Verzweiflung. Moment. Schauen Sie sich ein Bild von Rothko an. Da sehen Sie auch nichts außer Farbe. Und das ist das Gleiche wie hier. Was passiert? Sie sehen nichts als Literatur, Sie sehen nichts als Kunst. Wörter. Und es gibt keine Wörter, die Sie Sprache. Mit Ihrer eigenen, mit ihr, es ist reine Sprache. Und das Verletzen der Konvention finde ich eben schon spannend. Oder? Das ist ein Gegenschreiben gegen alles, was Common Sense ist, was immer gilt. Das beginnt bei der Publikumsbeschimpfung, wo er die Konventionen des damaligen Theaters
gegen den Strich dreht oder bürstet, um zu schauen, gibt es dahinter nicht etwas eine neue Erkenntnis. Das ein Leben lang durchstrahlt. Es gab die Suche nach dem Geheimnisvollen hinter dem Alltäglichen auch. Ja? Nein, Unschlosses Unglück war ganz anders. Naja, das ist das einzige Buch mit Handlung über den Tod seiner Mutter. Ja, aber da ist die Biografie natürlich schon sehr präsent. Hier aber ist sie auch präsent. Aber genau das wollte er ja dann nicht. Auch bei der Biografie seiner Mutter verletzt er oder durchbricht er die normalen Regeln einer klassischen Biografie. Und das finde ich immer das Faszinierende an ihm. Er sucht einfach das Neue und das Eigenständige. Sie finden sowas nur bei ihm. Und wenn Sie, ist das jetzt konservativ oder avantgardistisch? Es ist zutiefst konservativ, nein, aber sympathisch. Es gibt keinen, der ich kenne keinen Schriftsteller, der immer wieder neue Formen ausprobiert und sich an neuen Formen versucht, der problemlos einen Murakami herunterrattern könnte, aber genau das nicht will. Die Wette würde ich noch annehmen für ihn. Er könnte, wenn er wollte. Niemals. Und dass er nicht will, niemals. Das zeichnet ihn aus. Er ist überhaupt nicht im Leben. Also, er kommt immer wieder mit diesen Nachbildern. Er nimmt immer wieder Bezug auf Bilder, die entstehen als Reaktion auf eine Erfahrung, die man gemacht hat im Kopf, ja, in der Fantasie. Und ich habe dann, nachdem ich das Buch gelesen hatte und mich wirklich auch sehr darüber aufgeregt habe, habe ich es weggelegt und dann kamen plötzlich diese Nachbilder. Und das ist so eine interessante Reaktion. Die Nachhaltigkeit des Buches, dass man wirklich denkt, er hat Tattoos auf meine Seele gezeichnet. Und die bleiben. Diese Bilder bleiben. Und die gingen mir tatsächlich nach diesem Pilzebuch und nach dem Toilettenbuch sogar auch nicht mehr aus dem Kopf. Das heißt, er hat die Fähigkeit, etwas in einen hineinzupflanzen, gegen den vielleicht auch eigenen Willen, was weiterarbeitet. Das ist doch fantastisch, bei mir, natürlich. Ja. Jeder hat seine eigene Lesebiografie. Ja. Die treffen sich ja am Ende, diese Familie. Ja. Da ist dann dieser Erzähler wieder dabei. Und die Obstdiebin ist plötzlich seine Tochter. Und es ist wohl auch im Leben eine der beiden Töchter von Handke. Mhm. Und dann hält der Vater eine Festrede. Ich habe mir so kleine Sachen aus dieser Festrede aufgeschrieben. Und damit charakterisiert Handke sich selber bei dieser Rede. Er sagt, wir Helden der Flucht, wir ewig zagen Unverzagten, wir Umwegmacher, wir auf verlorenem Posten, die aber ein Gesetz haben. Und ein Gesetz haben heißt ein Geschick haben. Das ist wieder schön. Mhm. Jemand, der immer auf verlorenem Posten ist, auf einem anderen Posten aber auch gar nicht sein will. Na? Es ist ja, aber da zelebriert er seine Wissenschaft. Da zelebriert er sein Außenseitertum auch immer. Sehr. Könnt ihr euch erinnern an die Niemandsbucht? Da machen die Nachbarn Lärm. Und dann denkt er, jetzt mache ich auch Lärm. Und ihm fällt nicht ein, wie man Lärm macht. Er geht in den Garten und spitzt seinen Bleistift. Und in diesem Buch beschweren sich die Nachbarn darüber, dass es bei ihm so still ist auf dem Grundstück. Ja. Ist doch super. Er macht ritsch und denkt, jetzt habe ich auch mal Lärm gemacht. Aber schauen Sie nachher, wenn diese Sendung ausgestrahlt wurde, Ihre Reaktionen auf dieses Buch an. Und er löst bei Ihnen sehr viel mehr aus. Ja, natürlich, er löst was aus, das weiß ich ja. Das ist eigentlich eines der Ziele der Kunst. Trotzdem ist das alles ein bisschen ein Wörterturm gehäkelt. Man kann über die Grundlosigkeit schreiben, ein Leben lang schreibt er über Grundlosigkeit. Das macht er genial und gut. Aber ich würde keinem Menschen sagen, du wirst ein glücklicher Mensch, wenn du dieses Buch liest. Doch. Es geht nicht immer nur darum, glücklich zu werden. Das schon im Leben. Aber in der Kunst nicht ausschließlich. Ja. Also. Dieses Buch, das nächste Buch, ist keine Meditation, war das heikel, sondern eher eine körperliche Leseerfahrung. Rot vor Augen von Lina Meruane. Lina Meruane ist eine chilenische Autorin, die seit vielen Jahren in New York lebt und dort an der Uni lehrt. Rot vor Augen, Seeing Red im Original, übersetzt von Susanne Lange, bezieht sich aber nicht darauf, dass es irgendwie Zorn oder um Wut geht. Das ist zwar ein sehr zorniges und wütendes Buch, sondern es geht wirklich buchstäblich darum, rot vor Augen zu sehen. Das Buch setzt ein auf einer Party. Eine junge Frau namens Lucina Meruane ist auf dieser Party und plötzlich erlebt sie einen Blutsturz im Auge und sieht rot, buchstäblich. Und daraufhin erblindet sie. Und jetzt muss sie sich in ihrem Leben wieder neu zurechtfinden. Sie muss sich Schritt für Schritt in dieses Leben zurückkehren.
kämpfen, ja, zurückkommen und wieder alles sich neu aneignen. Es ist übrigens eine eigene Erfahrung, die hier am Anfang des Buches verarbeitet wird und dann literarisch umgesetzt wird, also in Fiktion gekehrt wird, mit einer Sprache und mit Bildern, die mich selber beim Lesen sehr angegangen haben. Also ich habe körperlich reagiert, ich bin ganz schwach gewesen, ich bin verletzbar gewesen, ich wurde zwischendurch auch zornig. Und das schafft sie wahrscheinlich auch. Und jetzt muss ich ein Wort zur Form verlieren, weil bei diesem Buch ist es nicht nur wichtig, was erzählt wird, nämlich die Geschichte einer Frau, die erblindet, was ich schon schlimm genug finde. Wir alle haben wahrscheinlich als Leute, die gerne lesen, immer dieselbe Angst, dass wir irgendwann erblinden könnten, sondern auch die Art, wie das erzählt wird. Es ist geschrieben in ganz kurzen, assoziativen, eruptiven Kapiteln, die so Schlaglichter, Blitzlichter werfen auf das Leben von dieser jungen Frau und dadurch so das Gefühl derjenigen, die da blind geworden ist, sehr auf mich als Lesende übertragen. Wie ging es Ihnen? Also mir ist es sehr schwer gefallen, das zu lesen, nicht weil es nicht gut wäre, sie schreibt wirklich gut, sondern weil auch beschrieben wird, wie der Arzt dann mit Nadeln und Messern in diesem Auge rumstochert. Und das geht an die Grenzen dessen, was ich ertragen kann. Also Augen sind so eine ganz empfindliche Stelle, glaube ich, bei uns allen. Aber es ist auch ein Buch darüber, was Behinderung mit Beziehungen macht. Sie hat ja ihren Freund Ignacio gerade erst kennengelernt. Die haben sich gerade kennengelernt und jetzt hat er eine Frau an der Backe, die er zwar liebt, aber die nicht mehr sieht und auch unleidlich wird. Das ist was ganz Schwieriges, ja. Wenn ein Mensch plötzlich behindert ist, ja. Plötzlich sich nicht mehr so bewegt, nicht mehr normal ist, dann eine Liebe und ein Leben, auch eine Sexualität aufrechtzuerhalten. Ganz, ganz schwierig. Ja. Und wie sie das beschreibt, das ist sehr, sehr fein und sehr gut. Das hat mir imponiert, aber na, vor allem, ich fand es oft gerade körperlich geradezu quälend zu lesen, was mit diesen Augen passiert. Weil sie ja auch sehr darauf bedacht ist, also unabhängig zu bleiben, ja, oder? Ja, sich selbst zu ermächtigen. Ruppig und ist nicht, sie. Aber es ist nicht einfach, keine einfache Kost zu lesen. Was aber an ihr toll ist und sie wirklich zur Schriftstellerin macht, ist ihre Sprache, wie sie das macht. Kurz, knapp, sehr, sehr unterhaltend. Es ist wirklich ein sehr gewalttätiges Buch. Also sprachlich gewalttätig. Man verspürt wirklich physisch Schmerzen, wenn ja. man das liest. Und es ist natürlich die Phase, wo sie sich absolut wehrt, wo sie alles versucht. Sie rennt bei diesem unfähigen Arzt 20 Mal die Türe ein, der nicht einmal ihren Namen kennt, sie aber in ihrer persönlichen existenziellen Betroffenheit überhaupt nicht ernst nimmt. Sie versucht alles, sie verlangt eigentlich von ihrer Umgebung, von ihrem Freund wirklich das Unmögliche. Es ist wirklich Widerstand, 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 Widerstand und keine Resignation. Ich habe mich dann gefragt, wie würde dieses Buch klingen, wenn sie jetzt 20 Jahre lang blind wäre? Sie wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich habe mich dann gefragt, wie würde das dann aussehen? Viel gelassener natürlich. Vermutlich, ja. Klar. Und die Anfänge einer solchen Behinderung, das genau, ist das Schwierige. Das ist der Moment, den Sie hier sehen. Ich habe weniger körperlich. Für mich war das, was fast von der ersten Seite an klar, dass das Abenteuer hier intellektueller ist. Das ist die Hauptfigur, ist die Sprache. Für mich, absolut. Und die Sprache, die hat ja eine unerhört bildstarke Sprache. Zum Teil wurde es mir too much. Und dieses Atemlose, dieses Frenetische, Kapitel sind zum Glück kurz, aber wie so ist ja unerhört Akte. Komprimiert. Tak, 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 tak. Und dann, was ich auch noch spannend fand, war diese interkulturelle Perspektive. Mhm. Die lebt ja als Latina in New York City und Santiago de Chile kommt vor, weil sie da mal hinreist. Ignacio ist wahrscheinlich Argentinier, sieht so aus, geht nach Buenos Aires. Und die Erfahrungen einer Chilenin im amerikanischen Gesundheitssystem, die Erfahrung mit den Krankenschwestern, ich fand diese Aspekte sehr spannend, natürlich, weil ich mich da auch am ehesten einfühlen konnte. Das nachzuvollziehen, also wie geht's denen auch, wie die wird ja nicht verstanden und auch der Kampf um die englische Sprache gewissermaßen, das ist auch autobiografisch von ihr. Das ist interessant, weil das ist bei mir nicht im Vordergrund gestanden, sondern eher diese Beziehungen zur Mutter. Ja, auch die Mutter Beziehung, die ganz schwierig ist und wirklich sehr, sehr
differenziert giftig. Abgebildet wird, aber giftig, nicht einseitig giftig, sondern mit einem Ärztin. Gewissen Verständnis dafür, wie die Historie dahinter ist. Es ist nicht erbarmungslos, sondern es ist einfach eine Ehrlichkeit dahinter. Und ich finde es sprachlich, also wirklich fantastisch. Es ist am Anfang, als sie wirklich erblindet, als sie diesen Blutsturz erlebt auf der Party, heißt es, literweise Bitterkeit überschwemmte mein Auge. Mhm. Und sofort weiß man, wie es ihr geht. Mhm. Ich fand das spannend. Also diese, für mich war es auch eine Rhapsodie in Rot, gerade diese Passagen. Ja, wirklich. Und hat mich erinnert an ein anderes Buch, was wir hier mal im Literaturclub hatten. Nur war es dort eine Studie für, über eine Raserei in Weiß von Ralf Dudli, Sutins letzte Fahrt. Also auch körperlich bedingt eine Raserei in einem Weißtaumel. Und das war hier jetzt... Sterbend war der. Ja, das ist ja hier nicht der Fall. Hier ist es einfach stark angegriffen. Aber und das Spiel, das literarische Spiel mit einer Farbe, sehr gekonnt. Bei dir hier. Und dann aber auch ausgeweitet auf die politische Situation, auf ihre Familiengeschichte. Mhm. Es gibt einen Satz, den ich habe ihn nicht mehr auswendig, aber sie sieht dann alles rot. Die Pfleger, die Umgebung, die Stadt, das ist alles rot. Und diese politische Kritik an den Zuständen, auch die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Familiengeschichte, ist dann auch sehr, sehr wütend geschrieben. Und auf Spanisch ist ja Rojo und Ojo. Ja. Rot und Auge. Ah, das ist schön. Ja. Und Lucina. Lucina ist ja auch, also Lina der Name und Luz, das Licht. Das Licht. Auch interessant, wie sie in Chile, ihr Freund besucht sie dann in Chile und er kennt sich da gar nicht aus. Und sie sitzt blind neben ihm im Auto und sagt, die nächste rechts, jetzt geradeaus, jetzt kommt eine Schotterstraße. An wie viel ist man sich noch erinnert? Wie sie doch auch als Blinde, darum haben wir Hoffnung, dass sie in ihrem Leben sich zurechtfinden wird. Und das ist interessant, weil sie sagt dann, das Gedächtnis und seine Wahrnehmungsgesetze diktierten mir die Landschaft. Ja. Und offenbar ist es tatsächlich so, dass man sich bildhaft erinnert im Gehirn. Das heißt, selbst wenn die Augen nicht funktionieren, hat man die Bilder noch vor Augen, wenn man sie denn mal gesehen hat. Ja. Das ist sozusagen neurologisch. Das fand ich alles sehr spannend zu lesen. Also es ist eine fantastische Schriftstellerin. Aber wie dieser Arzt, Sie sagten schon, dieser unfähige Arzt, dieser seltsame Doktor, mit Nadeln da drin rumpröckelt. Ich bin immer ins Bett gegangen und habe gedacht, oh nee, kann ich das jetzt noch lesen? Ich träume die ganze Nacht von Nadeln im Auge. Eine eher Leseempfehlung? Oder und ich habe auch immer Angst, wenn ich zum Augenarzt muss. Meine Brillen werden ja auch immer dicker. Und dann guckt die da rein. Und dann denke ich immer, was macht die da jetzt? Und spritzen die an mir was da rein? Das ist für mich immer schrecklich. Leseempfehlung für starke Nerven, Leseempfehlung? Ja. Ja, unbedingt. Mensch, wir haben so viele Leseempfehlungen, dann kommen wir doch mal zu den Tipps. Ja, heute seltsam, ne? Sogar Hanke. Zu den Tipps, das sind ja noch mal Leseempfehlungen. Elke Heidenreich, was empfehlen Sie denn? Ich habe Joachim Meyerhoff mitgebracht. Joachim Meyerhoff ist ein Schauspieler, inzwischen ein großer am Burgtheater und anderswo. Und dieses Buch heißt Die Zweisamkeit der Einzelgänger. Es ist das vierte Buch in einer Reihe von Büchern, mit denen er an seinem Leben entlang schreibt. Im ersten Buch seine Kindheit in einem Elternhaus, was auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik stand, weil sein Vater dort Arzt war. Dann hat er beschrieben seine Ausbildung zum Schauspieler, die lächerlich war, seine Erfahrungen an Provinztheatern, sein Leben bei seinen Großeltern. Und in diesem Buch beschreibt er nun seine Frauengeschichten, Affären und Amouren. Es ist ehrlich gesagt nicht ganz so gut wie das vorige, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke hieß das. Dies Zweisamkeit unter Einzelgängern ist aber auch gut, weil er sehr witzig beschreibt, wie die Liebe einfach immer irgendwie schief geht, weil Männer und Frauen nun mal nicht dasselbe wollen vom Leben. Und ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist ein guter, glänzender Unterhaltungsroman. Mehr nicht, aber das ist schon viel. Ja. Hildegard Keller. Ich empfehle von Ulrich Alexander Boschwitz, Der Reisende, erschienen bei Klett Cotta, mit einem Nachwort von Peter Graf. Und ich empfehle hier eine wahnsinnig packende Wiederentdeckung eines fast bei uns unbekannten Autors. Der deutsche Jude schrieb dieses Buch als 23-Jähriger auf der Flucht. Er floh 1935 nach Schweden und dann in viele weitere Länder. Dieses Buch erschien als zweiter Roman unter dem Pseudonym John Green 1939, zuerst in London, also auf Englisch, dann nochmal in den USA, später auf Französisch, aber erst jetzt auf Deutsch. Wiederentdeckt hat es eben Peter Graf, der auch Verleger ist und den Verlag Das kulturelle Gedächtnis hat. Und dieser Roman spielt im November 1938 und zeigt, was nach den Pogromen, die ja von SA und SS-Männern in Zivil durchgeführt wurden, geschieht.
Peter Graf schreibt auch darüber, ganz toll. Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann, das ist die Hauptfigur, kann nicht mehr ausreisen, weil kein Land mehr Juden aufnimmt. Und was macht er? Er taucht unter in der Reichsbahn. Er nimmt Zug um Zug um Zug und fährt durchs Land, spricht mit Leuten, mit Nazis und Juden, mit Alten und Jungen und porträtiert quasi ein Land in diesem zunehmenden Vergiftungszustand. Ganz großartige Dialoge aus diesen Begegnungen mit Galgenhumor über ein Land eben und eine Realität, die sich in einen schlechten Witz verwandelt, wenn man das sagen könnte. Es ist aber viel zu ernst. Eine ganz toll geschriebene Zugsreise. Schön. Gerhard Pfister. Ich empfehle von Eugenides die Liebeshandlung. Das Zitat am Anfang heißt, ist von Rochefoucauld und das heißt, es gibt Leute, die sich nie verliebt hätten, wenn sie nicht von der Liebe hätten sprechen hören. Und es ist die Liebeshandlung auf Englisch, the marriage plot. Das ist die Konstruktion, wie Jane Austen ihre Romane geschrieben hat. Es geht um eine Dreiecksgeschichte in den 80er Jahren in einer Universität in Amerika. Eine Frau und zwei in sie verliebte Männer, die sich dann wechselweise, die sich etwas abwechseln. Dahinter eigentlich der Versuch, die Konstruktion von Jane Austen aus dem 19. Jahrhundert, aus dem viktorianischen Zeitalter, modern zu erzählen. Das ginge ja noch, das kann man auch machen. Was mich an dem Buch natürlich besonders gefreut hat, ich habe in den 80er Jahren auch studiert und die studieren auch Literatur, Semiotik, die bringen alle die Namen und die Titel, die bei mir natürlich etwas auslösen, Roland Barthes, Umberto Eco, all die Sachen, die lesen sogar Handke. Und von daher ist es eigentlich ein Buch über die Liebe, aber auch über Literatur, über die Liebe. Und von daher wirklich ein ganz reizvoller Versuch, Jane Austen ins 21. Jahrhundert hinüber zu transportieren. War damals von der Literaturkritik heftig. Ulrich Greiner in der Zeit hat das sehr stark verrissen. Es war ihm zu banal, zu kitschig. Aber einfach damit Sie sehen, ich lese nicht nur Handke, sondern auch solche Sachen. Ich habe auch ein Buch, was sich an einer Literaturvorlage quasi entlang wandelt. Dana Grigorcza, die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen. Sie ahnen es schon, die Vorlage ist Tschechows Die Dame mit dem Hündchen, allerdings in leicht vertauschten Rollen. Hier geht es um eine Balletttänzerin, die schon ein bisschen älter wird, sehr gut verheiratet ist, reich und in Zürich lebt. Dana Grigorcza lebt seit vielen Jahren in Zürich und lässt diesen Roman auch hier spielen. Und diese Balletttänzerin sitzt eines Tages am See und trinkt einen Kaffee und kommt mit einem jungen Mann ins Gespräch. Gürkan heißt er. Er kommt aus dem Irak und ist Kurde, ist geflohen, arbeitet jetzt als Gärtner bei der Stadt. Und wie man sich denken kann, die beiden verlieben sich ineinander. Und sie, für die das Leben eine einzige Bühne ist, hat jetzt sozusagen mit jemandem zu tun, dessen Leben ganz anders ausschaut. Das ist eigentlich sehr gewagt, sich an Tschechow zu orientieren. Und gleichzeitig findet Dana Grigorcza eine sehr eigene Stimme und eine sehr eigene Poesie. Wieder einmal kann man sagen, denn auch in ihrem letzten Buch, über das wir hier im Literaturclub gesprochen haben, hat sie ja schon bewiesen, dass sie wirklich sehr gut erzählen kann. Und das macht sie hier wieder. Ich danke der Runde für diese angeregte, anregende Diskussion. Elke Heidenreich, Hildegard Keller und Gerhard Pfister. Schön, dass Sie da waren. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich wieder am 13. März, dann wieder mit Elke Heidenreich, Philipp Tingler und Hazel Brugger als Gastkritikerin. Die hat sich jetzt übrigens gerade für den neuen Roman von Michael Chabon entschieden. Ja, dass Lyrik heutzutage noch Debatten auslösen kann, das hat man in den letzten Monaten gesehen am Streit um das Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer, dem Begründer der konkreten Poesie. Sein Gedicht, das sehr groß an der Fassade einer Berliner Hochschule zu lesen war, muss jetzt entfernt werden, weil es von einem Teil der Studierenden als sexistisch empfunden wird. Aber machen Sie sich doch selbst ein Bild. Wir hören das Gedicht im spanischen Original und danach in der deutschen Übersetzung. Bitte, Hans-Peter Müller-Drossart. Avenidas. Avenidas y flores. Flores. Flores y mujeres.
Avenidas, avenidas y mujeres. Avenidas y flores y mujeres. Y un admirador. Alleen. Alleen und Blumen. Blumen. Blumen und Frauen. Alleen. Alleen und Frauen. Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer.